Das Kaufhaus des Westens in Berlin ist weihnachtlich geschmückt, die Schlange davor lang. Aber nicht, weil der Andrang so groß wäre, sondern die Kontrollen so streng. Es gilt ab heute 2G, also nur Geimpfte oder Genesene kommen rein. Die Menschen tragen es mit Fassung, befürchten aber Schlimmeres. Tatsächlich, wir müssen unbedingt jetzt einen weiteren Lockdown meiner Meinung nach verhindern. Und deswegen lieber 2G, anstatt wir jetzt über irgendwelche Schließungen sprechen. Ich finde, man kann auch noch einen Test für alle machen. Hauptsache, es gibt keine Schließungen. Also ja, irgendwie muss das Leben ja weitergehen. Es ist ja der Unterschied zu dem letzten Jahr, da war ja gar keiner geimpft. Ne? Und jetzt sind 60 Millionen und da muss man auch mal schon mal gucken, die 60 Millionen kann man nicht einfach ignorieren. Ne? So sehe ich das. Es reicht, ja. Es reicht, ganz einfach, es reicht. Der Verdruss steigt, genauso wie die Infektionszahlen, wie hier in Sachsen. Hochbetrieb im Testzentrum in Aue, der Landkreis Erzgebirge, ist mit einer Inzidenz von über 2000 der traurige Spitzenreiter. Seit Montag gilt 2G in Geschäften, Großveranstaltungen sind abgesagt, Ausgangssperre ab 22 Uhr, eine Art Lockdown für Ungeimpfte. Und trotzdem steigen die Zahlen noch. Dieser Test wird sich kurz danach als positiv herausstellen. Das Zentrum muss geräumt und desinfiziert werden. Mit der neuen Omikron-Variante könnte es noch schlimmer werden. Die ersten Ministerpräsidenten pochen auf schnelle Entscheidungen. Es ist doch absurd, dass wir wieder an den Punkt kommen, wo der Bund sich weigert, mit einem zu reden. Also wir brauchen jetzt einfach schnell diese Ministerpräsidentenkonferenz. Also das Wegducken, wie man es in Berlin macht, wird nicht funktionieren. Auch das Verweisen auf einige Länder. Gemeint ist der künftige Kanzler Olaf Scholz. Er verweist am Rande eines Juso-Parteitags nur auf einen kommenden Krisenstab. Seine Parteikollegen sind da weiter und fordern verschärfte Corona-Maßnahmen. Das heißt, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir nachschärfen müssen, dass wir die Regeln verschärfen müssen, sonst kommen wir nicht hin. Ich sehe aber noch keinen kompletten Lockdown. Damit zumindest die Regeln, die gelten, auch eingehalten werden, setzt Bayern auf verschärfte Kontrollen. Bei 3G im öffentlichen Nahverkehr schaut die Polizei genau hin. Dieser junge Mann hatte seinen Genesenenausweis vergessen, macht 55 Euro Bußgeld.